Europa von Großkonzernen und Banken regiert wird. Dass diese sich mit Hungerlöhnen, Kürzungen und Arbeitslosigkeit immer weiter auf unsere Kosten, auf die Kosten der werktätigen Bevölkerung Europas bereichern. Uns reicht, dass sie immer wieder versuchen, uns mit Rassismus gegeneinander aufzuhetzen. Deswegen sind wir heute hier auf der Straße gegen Kapitalismus, gegen Rassismus, für echte Demokratie. Brecht die Macht der Banken und Konzerne! Brecht die Macht der Banken und Konzerne! Sind in Berlin, Hamburg, Stuttgart und dutzenden anderen Städten in Europa tausende Menschen auf der Straße, um den Auftakt zu machen für die Proteste gegen die Eröffnung des neuen EZB-Gebäudes in Frankfurt im Herbst. Wo Blockupy herkommt, was gelaufen ist und wie es im Herbst genau weitergeht, hören wir von Nun Troika Frankfurt. Im Aufruf zum heutigen Aktionstag heißt es, Blockupy kommt nach Düsseldorf. Und es ist toll, diesmal aus Frankfurt und anderen Städten hierher nach Düsseldorf gekommen zu sein. Blockupy, das sind seit 2012 Aktionen und Blockaden in Frankfurt gegen die drastischen Folgen der Troika-Politik. Die Verarmungspolitik steht aber auch im Zusammenhang der Alltagserfahrung im Kapitalismus, der immer mehr Menschen in prekäre Ausbeutungs- und Arbeitsverhältnisse zwingt. Dies machten wir vor allem im letzten Jahr mit Aktionen gegen die Ausbeutung in Produktion und Handel sichtbar, mit Aktionen zu Rassismus und Abschiebungen und gegen Profiteure von Wohnungsnot, von Krieg und von Landraub. Blockupy heißt auch von Beginn an kollektiver Zusammenhalt gegen Repressionen wie Versammlungsgebot, Polizeigewalt und 10 Stunden Polizeikessel. Blockupy entstand als Idee im Herbst 2011 mit der Intention, ein deutliches Zeichen gegen die autoritäre Krisenpolitik von Troika und Bundesregierung zu setzen und speziell den Ländern Südeuropas, die besonders von der Krise getroffen waren und sind, zu signalisieren, auch in Deutschland gab und gibt es einen relevanten Widerstand gegen kapitalistische Verwertungslogik, Krisenpolitik und Sparprogramme. Inspiriert und motiviert aus der Kraft des arabischen Frühlings und von den besetzten Plätzen der Occupy-Bewegung, rief Blockupy 2012 auf zu Aktionen in eines der Herzen des europäischen Krisenregimes. Blockupy sollte von Anfang an mehr sein als Demonstrationen, wie solche unter dem Motto, wir zahlen nicht für eure Krise. Das Konzept von Blockupy ist mit Blockaden und anderen Aktionen des zivilen Ungehorsams sichtbar und spürbar in den kapitalistischen Alltag einzugreifen. In der Frankfurter Innenstadt oder auch heute hier in Düsseldorf. Das Motto Blockupy verbindet seitdem den Namen der Occupy-Bewegung mit dem Wort blockieren, als Bezug etwa auf die Block G8-Proteste in Heiligendamm. Seit 2012 wächst Blockupy und eine Hauptaufgabe ist es nun, die bestehende internationale Zusammenarbeit zu vergrößern und zu festigen. Ein Ergebnis dieses Prozesses sind jetzt die Mai-Aktionstage mit Aktionen in 13 Ländern und in über 25 Städten. Zu begrüßen ist außerdem, dass inzwischen auch weitere Bündnisse und Gruppen außerhalb von Blockupy zur Aktion gegen die Eröffnung der neuen Europäischen Zentralbank aufrufen. Dieses Jahr planen wir in Frankfurt Aktionen gegen die Eröffnung der EZB breiter, unübersehbar und transnational vorbereitet. Als großes Bündnis aus linken und linksradikalen Gruppen rufen wir für diesen Herbst zum Tag X nach Frankfurt auf. Dann wird in Frankfurt die Einweihung der neuen EZB als zentraler Festakt erwartet, unter Beteiligung der für die europäische und globale Krisenpolitik maßgeblich verantwortlichen Akteure aus Politik und Wirtschaft. Zu diesem Anlass wollen wir mit Blockupy 2014 zu international vorbereiteten Widerstandstagen mobilisieren, um ganz Frankfurt mit vielfältigen Demonstrationen, Blockaden und weiteren Aktionen in eine fantasievolle Zone des Widerstands zu verwandeln. Von der Aktion der Krisenakteure am Flughafen über ihre Unterbringung in Hotels bis zur geplanten Feier in der neuen EZB bieten sich für uns neue Aktionsmöglichkeiten, die wir mit unseren Erfahrungen der letzten beiden Jahre verknüpfen werden. In der Thematisierung und Markierung unterschiedlicher Krisenakteure und Profiteure und auch in einem angemessenen Umgang mit möglicher Repression.
In den Tagen um die EZB-Eröffnung, wenn die internationale Elite aus Politik und Wirtschaft nach Frankfurt kommt, werden wir die ganze Stadt zu unserem Aktionsfeld machen. Wir wollen bereits die Anreise nach Frankfurt über den Abschiebeflughafen stören und deutlich machen, dass wir keine Krisenakteure, sondern stattdessen Flüchtlinge und Migrantinnen hier begrüßen dürfen. Wir werden die prominenten Festgäste daran erinnern, dass wir für die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen weltweit eintreten. Und noch steht nicht fest, an welchem Termin genau der Festakt stattfinden wird, ob im frühen Herbst oder erst am Ende dieses Jahres. Doch eins ist schon sicher, dass wir am Tag X in Frankfurt die Verhältnisse zum Tanzen bringen, uns die Straßen, Kreuzungen und Plätze nehmen und mit vielfältigen dezentralen Aktivitäten in kleinen Bezugsgruppen und massenhaft die Eröffnungsfeier Feierlichkeiten der EZB stören. Eine kleine Kostprobe dessen wollen wir heute hier und in vielen anderen Städten erleben. Also nicht lange reden, sondern loslegen. Ganz kurz der Hinweis an die Pressevertreter. Die Anita Kiefer und der Misha Aschmonait werden gleich hier an der Bühne auch ansprechbar sein. Jetzt zu den Punkten in euren Aktionskarten. Im Blockupy NRW-Bündnis haben wir für heute bunte Blockaden und kreative Aktionen zivilen Ungehorsams vorbereitet. Wir wollen gleich, wie schon letztes Jahr in Frankfurt, die Innenstadt und später den Flughafen in kreative Protestzonen verwandeln. Unsere ersten beiden Ziele liegen direkt um die Ecke. Im hinteren Teil der Kö werden wir dann später einen Besuch abstatten. Um etwa 16 Uhr soll das hier in der Innenstadt vorbei sein und wir wollen uns dann gemeinsam auf dem Weg zum Flughafen machen zur antirassistischen Demo. Ein paar der geplanten Aktionen, die jetzt in der Innenstadt stattfinden werden und nachher im Flughafen, werden jetzt schon mal vorgestellt. TTIP als erstes. Freihandelsabkommen. Wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind drei junge politisch Aktive, die eine dezentrale Aktion gegen das Freihandelsabkommen, auch genannt TTIP, geplant haben. Seit 2013 verhandeln Spitzenbeamte der EU-Regierung und der US-Regierung hinter verschlossenen Türen über das Freihandelsabkommen. Wir und hier heute umsetzen mit Blockupy. Wir freuen uns, wenn ihr spätestens um 15 Uhr vorm Kühlbogen seid, versucht es vielleicht auch ein bisschen früher. Vertraut auf die lokalen Strukturen, die auf der Straße vor Ort sind und euch mitnehmen werden zum Kühlbogen. Schaut ab und zu auf Twitter, ruft das Infotelefon an und dann freuen wir uns mit euch, diesen Kühlbogen zu blockieren. Parallel wird dort auch eine Aktion gegen einen riesigen Apple-Flagship-Store, der ebenfalls im Kühlbogen ist, stattfinden. Gestern haben schon im Rahmen von Blockupy verschiedene Aktionen in verschiedenen Städten Europas gegen Apple stattgefunden. Und wenn ihr euch daran beteiligen wollt, kommt dahin, Blockupy Apple, Blockupy Kühlbogen, genau. Von dort aus geht es dann weiter zur antirassistischen Demo an den zweitgrößten Abschiebeflughafen der BRD. Genau, da gehe ich jetzt mal weiter. Ja, hallo. Genau, im Anschluss an die Aktion in der Innenstadt wollen wir unseren Protest an den Düsseldorfer Flughafen verlagern. Genau, der Düsseldorfer Flughafen ist der zweitgrößte Abschiebeflughafen der BRD. Von dort werden Menschen auf direktem Wege in Armut, Verfolgung und politische Verfolgung und Krieg geflogen. Genau, es gibt kontinuierliche Proteste dagegen, gegen Abschiebungen am Düsseldorfer Flughafen. Wir wollen uns auf die solidarisch beziehen und Synergieeffekte nutzen. Genau, und deswegen kommt danach zum Flughafen. Die Aktion heißt Blockupy Deportation Airport, der Flughafen als Ort von Rassismus und des EU-Krisen, also des EU-Grenzregimes wollen wir dort markieren. Genau, das geht los. Also ihr werdet nach den Aktionen in der Innenstadt, werden wahrscheinlich Leute dahin fahren mit euch. Und dann geht es los, eine Demonstration, und danach wollen wir uns viel Raum im Düsseldorfer Flughafen nehmen. Es wird Flyer geben, es wird Sticker geben und so. Das heißt, los geht's um 17 Uhr auf dem Parkplatz P11 beim Flughafen. Das ist bei euren Aktionskarten bei Abflugbereich C. Aber ihr werdet uns schon finden. Genau. Okay, alles klar. Bis gleich. Tschö. Ja, eine
Eine weitere Aktion wird heute noch stattfinden, später am Corneliusplatz. Wir wollen unseren Protest gegen Leiharbeit auf die Straße tragen, in unmittelbarer Nähe von mehreren Leiharbeitsfirmen, und ganz bildlich protestieren gegen diesen modernen Sklavenmarkt, der den Menschen ihre Zukunftsperspektive nimmt und sie, sie verkauft. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch zu dieser Aktion kommen würdet. Wie gesagt, am Corneliusplatz, aber ich denke, ihr werdet es auch mitbekommen, wann und wo man sich dahin zu begeben hat. Auch von meiner Seite. Ich bin Julia von der Gruppe C-Red hier aus Düsseldorf, eine Gruppe der interventionistischen Linken. Wir haben zusammen mit anderen eine Aktion für euch heute vorbereitet, die sich mit den Produktionsbedingungen von Textilien im globalen Süden und den Arbeitsbedingungen hier vor Ort beschäftigen. Wir werden dafür gleich im Anschluss zu einigen Geschäften auf der Königsallee, die ihr da drüben rechts seht, von der Bühne aus gesehen, gehen und direkt davor über die miserablen Zustände informieren. Wir versuchen direkt hinzukommen, ansonsten gehen wir über Umwege und treffen uns vor den Geschäften. Zur Vorbereitung dieser Aktion wurde in den letzten Tagen die Kolleginnen und Kollegen in den Stores über unser heutiges Kommen informiert. Daraufhin haben wir Insider-Informationen erhalten, die wir gleich zusammen mit den anderen Redebeiträgen vor den Geschäften hören werden. Wer von euch Lust hat, bei unserer Aktion jetzt im Anschluss mitzumachen, schließt sich gleich einfach diesen blauen Regenschirm an, die ihr vorne an der Ecke zur Kö sehen werdet. Wer mag, kann nicht nur zuhören, sondern auch vorbereitete Schilder und Transparente halten oder Flugblätter verteilen. Also, Schirm auf, mitmachen und gleich den hellblauen Regenschirm folgen. Danke, Blockupy NRW, Blockupy Düsseldorf! Also wer jetzt noch keine Aktionskarte hat, hier vorne liegen noch welche. Wir fangen an mit den Aktionen an den Punkten 9 und 10 zum Freihandelsabkommen hier drüben und zur Ausbeutung in der Textilwirtschaft dort drüben. Wie gesagt, mit dem blauen Schirm kommt ihr dorthin. Weitere Aktionen werden darauf folgen. Infos darüber, was läuft und was noch kommt, könnt ihr immer am Infotelefon erfragen oder über Twitter. Take your comments, reclaim democracy, fight in solidarity. Passt aufeinander auf, viel Spaß!